So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Work and Resources. So sieht's aus. Wir sind wieder da, mitten im Spiel. Und ihr seht, was ist passiert? Ja, die Kohlesachen sind alle gebaut worden. Deswegen passt das, glaube ich, alles ganz, ganz gut hier. Also, wir sehen zwei Lager, hier kann nur Kohle rein, hier kann nur Kohleerz rein. Wir sehen zwei Herstellungen, 440 Leute passen rein, 15 hier. Und ja, was fehlt, sind auf jeden Fall die Schienen dahin. Ich hatte gestern ein Problem mit dem Abriss von einer Schiene hier, dass die da rüberkommen. Da fehlen 2 Tonnen Plattenbauteile, die weg müssen. Das Problem ist, wir haben hier noch zu viel Plattenbauteile. Na, ich habe hier schon die Straße weggenommen, dass die Ressourcen nicht nachkommen, aber so richtig leer wird's nicht. Da ist halt echt viel drin. Dann müssen wir vielleicht ein bisschen warten. Was ist noch passiert? Die kleine Siedlung hier ist fertig. Keine Spiritualität, Kirche fehlt. Das ist okay, weil wir bauen hier gerade noch einen Untergang für die, dass die rüberkommen können, nicht auf die Seite. Und dann kommen sie ja direkt hier vor der Kirche zum Beispiel raus und erreichen diese. Oh, er aber nicht. Oh. Interessant. Ich meine, er kann bis da hinten laufen, aber hier nicht bis zur Kirche. Das glaube ich fast nicht. Dann lassen wir erstmal das hier fertig werden. Ja, da, von da kommt man da ran. Würde mich wundern. Ich glaube, das geht allgemein gerade nur nicht. Auf jeden Fall haben wir unsere Einwohnerzahl auf 105 gedrückt, die keine Behausung haben. Das ist schon mal gut. Und wir hätten hier den Bahnhof ready, um die da drüber zu schaufeln. Aber dafür muss natürlich erstmal, ja, der Abriss hier funktionieren. Und das kann noch ein bisschen dauern, bis genug Plattenbauteile weg sind. Wir bauen ja auch den Tunnel. Das geht auf jeden Fall voran. Und hier sehen wir die Tunnelbohrmaschine in Action. Wie sie sich durch den Boden gräbt. Jawohl. Stück für Stück. Aber immer noch besser, als wenn die das von Hand machen. Das hat ewig gedauert. So kommen wir wirklich merkbar voran. Ich meine, jetzt laufen wir auf mal 1, nicht? Wenn ich das beschleunige, dann geht das wesentlich schneller. Und dann sieht man, wie die vorankommt. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Investition gewesen. Und das Geld haben wir schon längst wieder eingespielt. Also wir rechnen aktuell in Millionen anstatt in Tausender, so wie wir es am Anfang gemacht haben. Okay, hier haben wir noch Stau und hier haben wir noch Stau. Also es kommt immer noch nicht genug Zeug kontinuierlich rein. Ist auch klar, wir haben nur 7 statt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 statt 15 Felder. Das heißt, 8 könnten wir noch bauen. Zumindest 1 oder 2 sollten wir vorsehen. So, hier können wir eh nicht mehr ran oder weg. Und wenn wir es so machen, dann müssen die natürlich bis da unten fahren. Wir können das Ganze natürlich einfach umdrehen. Dann brauchen wir da oben zwar eine Straße. Also die Felder zusammenzusetzen ist echt ein Krampf. So vielleicht. Dann könnte da die Autobahn dran vorbei.
Da müssten wir aber mit einem Tunnel rüber, nicht wahr? Können die Autobahn hier auch wieder runterführen? Aber will ich eigentlich gar nicht. Muss ich ehrlich gestehen. Ja, jetzt ist es, das ist echt bescheuert, falsch aneinander gesetzt. Das kriegen wir doch besser hin. Hilfslinien werden auf jeden Fall super hilfreich. Glaube, wenn ich so gehe, kommen wir da besser bei weg. Man sieht halt diese dummen Zäune einfach nicht vorm Setzen. Nee, jetzt ist falsch. Mann, leck mich, Spiel, wirklich. Es wäre so einfach, wenn man einfach die Umrisse von einem zu setzenden Objekt sehen würde, statt irgendwelche Fake-Sachen. Ja, so geht's. Alles klar, dann hätten wir nochmal 4 Felder mehr. Problem ist, was machen wir mit dem Zeug, nicht? Da ist eigentlich nichts drin. Können wir das vielleicht. Ich meine, da kommt die Brücke. Dann können wir hier runtergehen. Ja, okay, kann ich mit leben. Und dann vielleicht ein paar mittlere Felder oder sowas. Straße passt überein. Und hier kriegen wir nichts mehr hin. Ist so. Können wir nicht ändern. Alles klar. Ich will auch gar kein kleines Feld haben, nicht? Wir haben da oben 2, 3 kleine Felder, aber irgendwie fühle ich die nicht so. Bin nicht so der Fan von denen. Gefälle zu steil. Ach, oh! Hier ist noch gar keine Brücke. Oh. Oh. Ja, das ist ungünstig im besten Fall. Aber können wir auflösen, denke ich. Ja, was wir damit machen, heben wir uns auf. Können wir verschenken den Platz. 1, 2, 3. Okay, wir müssen auf jeden Fall unten drunter. 1, 3, 6, 9. Kein Parallelmodus. Keine Ahnung, warum man da ran will. Aber wir müssen auf jeden Fall auf die Seite rüber. Sehr, sehr teuer, nicht? Wir haben jetzt eine Brücke und ein Tunnel extra nur dafür. Bin jetzt nicht so der Fan davon, wie es aktuell ist. Bauen wir erstmal die hier. So, von hier müssen wir runter. 3, 6, 9.
Oh, schön schwingen. Da 6-9. Will er nicht ranlassen. Okay, was mich hier persönlich stört, sind die beiden. Weil die laufen irgendwie ansnappen, obwohl sie nicht sollen. Ich glaube, hier ist problematisch dieses eine Ding, was wir nicht wollen. Warum kann ich das nicht bauen? 3, 6, 9. Zu kurz. Hier dodge da nicht an. Das sieht nicht so gut aus. Müssen wir anders handeln. Hä? Oh, ich liebe, wie er das einfach nicht hinbekommt. So. Das sieht okay aus. F4, Parallelmodus. Ein bisschen geht das Feld. So. Wenn die zumindest angeschlossen. Jetzt machen wir nochmal schöne Wege dahin. Jetzt, wo wir den Tunnel haben. Ich weiß nicht wieso, aber die Felder sehen nicht gerade aus. Nee. Die sind doch never ever auf der gleichen. Ja, die sind nicht gleich angeordnet. Ich würde doch sagen, das Feld hier passt niemals zum anderen von der Ausrichtung hier gerade. Aber ich habe die doch überprüft. Oh Mann, sowas würde ich gerne fixieren. Dass man nicht aus Versehen die Scheiße vom Spiel wegen Shift und nicht Shift und man will eigentlich zoomen, dass das irgendwie eine Auswirkung hat. Weil jetzt zoome ich ran und manchmal, wenn man dann zu früh Shift loslässt, dann dreht er das Feld. Ah, sehr, sehr bedingt gut. Okay, jetzt passt die Straße natürlich gar nicht, wie man sieht. Immer noch nicht. Ja, dann geht die erstmal gerade vorbei. Und du da ran. So. Tut da leur. Das ist ja mega schief. Ja, das kann doch nicht richtig sein. Was richtig zu den Feldern? Sag mal, die Felder passen doch 0,0 dann. Irgendwas stimmt mit dem Kackfeldern nicht. Wer hat die denn platziert? Die müssen doch irgendwie wenigstens so
Ja, Speicher. Wenigstens zu so einem gewissen Grad. Ah, oh, es geht wieder nicht. Oh, Mann. Aber ich glaube, das kriegen sie halt nicht raus, weil das Grundsystem vom Spiel ist, nicht? Okay. Jetzt hat das leicht gedreht. Jetzt weiß ich nicht, ob es gerade ist. Laut Straße ja. Es passt halt so 0,0 zu den Schienen. Denn die Schienen sind noch nicht gebaut. Könnte ich noch mal ein bisschen ändern, aber nur an der Stelle hier. Die Frage ist, was ist gerade, was ist nicht gerade? Okay, wir gucken uns mal die Felder kurz an. Mann, also seit gestern nimmt ihr die Klicks nicht mehr richtig an. Ich klicke was, ich drücke was und ihr macht es nicht mehr ganz richtig. Vielleicht ist zu viel los in der Stadt oder so. Ein kleines würden wir noch hinkriegen. Und versuchen wir es mal. Und hallo, Gamer Paddy! Willkommen. Okay, so ist gut. Die Straße ist doch trotzdem schief. Pause. Die kriegen wir doch besser hin. Ja, so sieht's besser aus. So, die Schienen. Wollen wir die nochmal neu machen? Dazwischen? Ich glaube ja. Dass die da einfach zu dem Rest passen. Ich war fast geneigt, mir das Game von gestern zu kaufen, wenn es nicht knapp 20 Euro gekostet hätte. Ach, The Acres meinst du? Okay. Ja, im Sale 8 Euro. Würde ich warten. Würde ich einfach abwarten. Und dann hat man das Problem einfach nicht. Und gibt öfter meinen Sale. Also von daher. Wahrscheinlich ist der Sale, Summer Sale gerade um, wo es mit dabei war. Kann ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich hatten sie deswegen auch einen neuen Patch und sowas. Auf jeden Fall ein kleines funny Game, wenn man einfach so ein bisschen Bahnhöfe und sowas, Bauernhöfe und sowas machen möchte. Für nach der Arbeit, nach der Schule, glaube ich, genau das Richtige. Ja, okay. Wir müssen erstmal hinten den Tunnel bauen lassen. Erst wenn der Tunnel genug Platten verbraucht hat, dann können wir die kleine Schiene da vorne abreißen und mal gucken, was wir dann noch alles abreißen müssen. Es sind noch 139 Tonnen zu 112 Tonnen. Es wird also noch eine ganze Weile dauern. Shit. Da läuft der Rubel ordentlich im Summer Sale. Ja, das ist wahr. Aber ich bin auch immer jemand, ich kaufe keine Spiele im Summer Sale. Ich verstehe das halt auch nicht. Das ist so ähnlich wie Kosmetik zu kaufen. Ich habe alle Kosmetiks. Ich habe es nie benutzt. Warum kaufst du es? Ja, damit ich es habe. Ich bin der Beste. Ja, du hast Geld ausgegeben. Deswegen bist du nicht der Beste. Du bist der Dümmste. Aber okay. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde immer nur Sachen kaufen. Und dann finde ich auch, dass man sagt, 20 Euro ist mir zu viel, lasse ich bis zum nächsten Sale. Finde ich eine komplett valide, clevere Aussage, die man heutzutage treffen sollte. Wenn man eh noch genug zu spielen hat, dann braucht man es auch nicht investieren, nicht wahr? Und hallo, Halt KC! Warum kauft man Skin in allen Variationen? Sehr interessanter Fact.
Once Human war so, dass du pro Charakter, der dann auch noch irgendwie gestorben ist, Skins kaufen konntest. Das wollen sie jetzt umbauen, nachdem Pirate Software da mit ihnen gesprochen hatte und meinte, Leute, das geht so nicht. Und sie werden zum August hin ändern. Aber allein, dass man auf die Idee kommt, sowas einzuführen, auch dass der Charakter permanent einfach verschwindet. Und danke für den Follow, Halt Casey. Finde ich schon sehr, sehr wirr. Nicht? Da sitzen dann wieder irgendwelche Manager, die sich einen rubbeln da drauf, dass sie irgendwie 2% mehr Aktienkurse hochschrauben können. Ah ja. So, was erforschen wir denn? Hochwertiges und effektives Wohnen. Wir haben echt ein Menschenproblem. 136 Leute haben schon wieder keine eigene Wohnung. Wir haben hier das neue Stadtviertel gebaut, gestern noch. Und hier passen irgendwie 500, 600 Leute rein. Und ja, die sind schon wieder voll. Es geht also schneller, als mir lieb ist. Und erreicht ihr jetzt die Kirche? Ja. Okay. Das heißt, die erreichen jetzt alles. Gibt auch kein Gemecker, außer dass sie keinen Job haben. Das mit dem Job erledigt sich, sobald die Minen offen sind. Und das erledigt sich, sobald die Schienen gebaut sind. Die Wege sind da und dann geht unsere Anlage in Betrieb. Oh, was fehlt unserer Anlage? Strom. Ihr habt so recht, auch wenn das nicht gesagt habt. Ähnlich unter Hand of Blood empfohlen. Ich glaube, ich bin alles außer Profi-Gamer. Ich bin vielleicht Profi-Trinker. Da könnte ich mich drauf einigen. Weiß nicht, ob der trinkt. Ich habe noch nie was von ihm gesehen, muss ich gestehen. Ich kenne seinen Namen nur, weil er irgendwo mal erwähnt wurde. So als Meme. Ist halt gar nicht meins. Stromwasserabfluss. Ja, leider, weil das eine Fabrik ist und das auch, nicht? Ich würde sagen, hier passt sogar sehr gut hin. Machen wir es dahin. Wir brauchen eh einen Verteiler. Oh, hier ist gar kein Strom, nicht? Der Strom hört wo auf? Hier. Hier. Das heißt, wir brauchen noch einen großen Stromverteiler. Den habe ich nicht vorgesehen. Oh. Shit. Meint ihr, wir kriegen das noch hin? Das heißt, hier müsste ein Stromverteiler hin. Und dann müssen wir da mit Strom rangehen. Oh oh. Ich weiß nicht, ob wir hier rüberkommen. Ja. Ja. Shit. Wir können auf die Seite, aber hier reicht nicht. Ah Mann, wir hatten das geplant von euch. Da würde ich hinkommen, aber das hilft mir nicht. Ist auch so dämlich, dass man nicht über dieses Gebäude kommt, weil da eine Hochspannungsleitung sein wäre, nicht? Als ob das nicht passt. Wir könnten halt hier hin, aber dann kommen wir nicht rüber. Oh oh, oh oh. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ja, ich auch nicht. Zusammenhänge sind aber bei... Das ist ein großes Problem bei Twitch. Weswegen ich es auch nicht so mag, nicht? Also, generell, die Sichtbarkeit auf Twitch ist einfach auf 0,0. Ich habe vielleicht 10 Zuschauer auf Twitch und auf YouTube habe ich gleichzeitig 200 bis zu 10 gleichzeitige Zuschauer. Das ist für mich insane von der Größe her, was mein YouTube-Kanal mit 200 Followern ist. Deswegen gerne reinfollowen. Aber es ist halt einfach super traurig. Warum kann ich das denn nicht abreißen? Hä? Kann es irgendwie nicht anklicken? Weil es noch nicht gebaut ist, nicht? Okay, nochmal abreißen. Dann machen wir die Planung halt weg. Okay, ich dachte, die Planung könnte man auch abreißen. Aber wenn nicht, dann nicht. Und wenn man dann durch so komische Kategorien nur vorgeschlagen wird, dann ist das nicht gerade hilfreich, nicht wahr?
Also klar, ich habe ein Follow von Halt KC. Kann mich nicht beschweren, aber ob das so im beiderseitigen... Oh mein Gott, es geht! Interesse ist es dann immer so die Frage. Oh, sehr gut. Ja, mein Gott, nicht das... Ah, der eine Fuß da auf der Straße, da sehen wir mal mit einem blauen Auge drüber hinweg. Bin sehr krasser Fan von Hand of Blood. Seit 2009 bin 4 Stunden nach Spandau für ein Event von ihm gefahren. Bilder waren von ihm. Okay. Ich muss gestehen, ich bin noch nie in meinem Leben so krass Fan von irgendwas oder irgendwen gewesen. Deswegen kann ich das, glaube ich, auch schwer nachvollziehen. Aber ich kenne viele Leute, auch die Gronkh zum Beispiel, sehr stark verfolgen. Ist mir auf jeden Fall sympathischer als irgendwelche Leute, die lieber, weiß ich nicht, Leute auf der Straße abstechen gehen. Wo war Vergleich? Nee, aber so... Ich glaube, das ist auf jeden Fall gesünder als irgendwelche anderen komischen Hobbys, die man vielleicht hat. Was ein Vergleich. Ja, ja, ja. Und nein, ich komme nicht aus dem Biergarten und habe 5 Bier getrunken. Das denkt ihr nur. So, können wir denn jetzt schon das abreißen? Immer noch 124 Tonnen. Wir kriegen die Platten... Die Plattenbauteile nicht weg. Die Plattenbauteile. Das wird erst passieren, wenn wir hier die Brücke bauen. Das ist noch ein bisschen hin. Aktuell hängen wir hier hinten. Und warum fährt da kein Zug? Doch, okay, die kommen noch. Das sind halt nur sehr lange Strecken. Das Problem ist, die Strecke wäre gerade wichtig. Und die kriegen wir gerade nicht hin. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Stromverteiler brauchen wir noch. Ich hoffe, du kennst das Spiel. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Oh, ich weiß nicht, ob das klappen würde. Oh, hier, das ist gut. Kommen wir da rüber? So mit einem 10-Megawatt-Ding? Jawohl, passt. Sehr schick. Und von dem Ding können wir dann nämlich hier hinten hin... ich würde sagen unterirdisch, oder? Ich gehe gerne bei Industrien oberirdisch, aber das habe ich echt nicht eingeplant. Habe ich echt versemmelt. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung von dem Spiel, was du spielst. Spiel eher Dark Souls oder so ähnliches. Okay, das Spiel hat auf jeden Fall einen Hardcore-Modus, den wir aktuell spielen. Vielleicht wurde ich deswegen vorgeschlagen, weil dieses Spiel im Hardcore-Modus wie ein Souls-like wirkt. Aber es ist ein steter Aufbauspiel. Aber wir haben uns durch die groben Zeiten schon durchgekämpft, haben eine riesige Metropole uns erkämpft mit 7800 Einwohnern. Das ist sehr viel. Und haben inzwischen eine positive, ja, Geldbilanz, die, ja, seinesgleichen sucht, würde ich sagen. Man muss Abwasser bauen, Wasseranschlüsse etc. pipapo. So ein bisschen wie SimCity damals in den guten alten Zeiten. So, hier ist ein Untertunnel. Hier ist Wasser, okay. Ich glaube, das Wasser können wir hier einfach weiterzimmern, oder? Das braucht hier keinen Strom oder irgendwas. Kriegen wir nicht hin. Die Hubschrauber sind so laut. Machen wir es einfach hier hin. So. Dann kommt da unser Wasseranschluss weiter ran. Zack, die Bohne. Und wer braucht jetzt alles Wasser? Die kriegen eh die 3. Okay, dann machen wir einfach hier neben so ein Versorgungsding. Da Strom.
Hier Wasser. Die brauchen nicht das große Rohr nicht. Da sparen wir ein paar Cent. Zack. Und immer kontrollieren, ob man wirklich dran ist. Nicht, dass das Spiel einen wieder daneben setzt. Ja. Du wirst irgendwann der neue Best-Streamer Deutschlands. Glaub mir. Ah, da glaube ich nicht mehr dran. Vorher sterbe ich, weil ich schon zu alt bin. Ich sehe sehr jung aus, aber ich bin schon zu alt für sowas. Ich glaube, da gibt es viele, viele junge Leute, die eher das Privileg haben, das zu erreichen. Und das ist auch okay. Ich will auch gar nicht von der breiten Masse bekannt werden. Ich suche eigentlich Leute, die eher gleichgesinnt sind und so denken wie ich. Und das ist eher schwieriger, nicht? Langsamer spielen, aber trotzdem hart. Wenn man das so sehen kann. Soulslike ist mir zum Beispiel, ich bin zu langsam einfach. Auch wenn ich gerne bei sowas zugucke. Also wenn man da irgendwie mit einem Tanzmatte, während man gleichzeitig, weiß ich nicht, zwei Eis isst und mit der Nasenspitze das andere steuert, fünf Bosse legt, ist das sicher toll. Aber ich weiß, diese Zeiten hatte ich nicht mal, als ich 15 war. Dafür ist einfach meine... Ach, wir haben schon die großen Dinger jetzt. Oh, die hätte ich gar nicht bauen müssen. Oh. Okay, jetzt haben wir sie gebaut, jetzt sind sie da. So ist es halt manchmal, nicht wahr? Anfang 30 schätzen. Vielen Dank. Mein richtiges Alter ist geheim, aber Anfang 30 ist auf jeden Fall ein sehr nettes Kompliment. Abwasser brauchen wir noch. Wo machen wir denn das hin? Wir können mit dem Abwasser hier hinten ran oder hier ran. Aber ich würde sagen, wir machen... Hier gibt es keinen Strom, oder? Doch, hier gibt es Strom. Machen wir das vielleicht... hier hin? Ja, das könnte sehr eng werden. Aber für zwei Pumpen dürfte es doch reichen, oder? Doch, könnte genau passen hier. Das wäre gut. Das sieht gut aus. Dann können wir hier nämlich nach hinten weitergehen mit dem Abwasser. Zack. Und wir brauchen auch Wege. Oh, die sind nicht auf der gleichen Seite. Wie heißt das Spiel? Worker and Resources ist ein... kommunistisches Städteaufbauspiel. Man kann es spielen wie City Skylines in einem einfachen Modus oder sehr kompliziert. Und es gibt so Sachen wie Energiemanagement, das heißt Gebäude und Fahrzeuge brauchen Strom, Elektrik, Treibstoffe, Wasserwirtschaft gibt es, Abwasser oder Frischwasser, Müllmanagement, das heißt es gibt Abfall, Sortieranlagen, Abriss, das heißt, man kann Sachen nicht einfach wegreißen wie in City Skylines oder umsetzen, sondern muss sie abreißen und neu aufbauen. Wartung, Autos bleiben liegen, Fahrzeuge bleiben liegen, Häuser müssen gewartet werden, weil sie nach 20 Jahren kaputt gehen. Tag-Nacht-Zyklus, Sommer-Winter-Zyklusse, Feuer in Gebäuden, Ereignisse wie, das haben wir aus, Erdbeben, die sind nicht gut im Spiel implementiert, deswegen sind sie aus. Fahrzeugverfügbarkeit kann man einstellen, dass man zum Beispiel, wir sind jetzt 1985, nicht alles kaufen kann, sondern nur, was es 1985 gab. Umweltverschmutzung, Bildung, einfach, komplex, Kriminalität, einfach, komplex, Verkehrssimulation, eine einfache oder eine komplexe. Realistischer Modus bedeutet sogar, dass man nicht einfach irgendwas bauen kann, sondern die Sachen wirklich von Hand quasi erschaffen muss, von der Grenze hier hinten Baumaterialien holen muss, um dann die ersten Gebäude zu bauen. Aber wir sind natürlich schon wesentlich weiter. Und ja, Straßenplanung etc., Häuser, Arbeiterversorgung,
jeder Arbeiter wird wirklich simuliert, nicht wie bei City Skylines, wo sie gefaked sind. Hier hat jeder ein Zuhause, geht seiner Arbeit nach, hat Bedürfnisse, hat Arbeitsschichten, hat Freizeitschichten, hat eine Produktivität, eine Lebenserwartung, ein Fernseher, ein Computer etc. pipapo. Es gibt Polizei, es gibt Gerichte, es gibt Gefängnisse, es gibt Ausbrüche, 3 Entflohene in diesem Jahr, es gibt Industriekomplexe, es gibt Eisenbahnen, man kann Flugzeuge selber bauen, man kann Züge selber bauen, man kann Autos selber bauen und exportieren. Einmal in die westliche Region und einmal in die Sowjetregion. Ja, und man kann eine Karte selber machen. Das ist jetzt eine selbstgestaltete Karte, weil ich die Karten, die automatisch erstellt werden, nicht mag. No. Und hier bauen wir gerade die neuesten Felder. Autobahnen gibt's, beziehungsweise das sind aktuell noch Fake-Autobahnen, weil wir noch keinen Asphalt haben, richtig. Aber wenn wir erstmal Asphalt haben, dann wird das alles asphaltiert, dann können die Autos auch schneller fahren. Jetzt können sie 60 fahren, auf Asphaltautobahnen 100. Und man kann forschen, es gibt Unis. Aber das meiste haben wir schon erforscht. Aktuell forschen wir hochwertiges, effektives Wohnen. Und das gibt's auf Steam. Genau. Also sehr, 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 sehr komplex. Ein riesiger Workshop. Hier ist zum Beispiel ein DDR-Kino. Und hier haben wir einen schönen Platz gestaltet, wo die Leute dann auch gerne ins Kino gehen, sich Filme angucken. Und es brennt. Shit. Oh, oh. Das ist nicht gut, dass das hier brennt. Aber unsere Feuerwehr kommt schon an, hoffe ich. Das ist die Müllabfuhr. Wir bräuchten eine große Feuerwehr, glaube ich mal. Da ist sie. Da hängt die Feuerwehr. Oh oh. Feuer schon bei 62. Schafft sie das noch? Sie muss noch über die Autobahn hinfahren. Eventuell stehen die anderen Autos im Weg. Ja, die lassen sie nicht durch. Oh, 85, 86. Das war knapp. Das war super knapp. Gut, jetzt ist das Gebäude aber auf eine Abnutzung von 31% gegangen. Das heißt, irgendwann muss es saniert werden und dafür braucht man wieder Ressourcen. Es gibt eine hochkomplexe Wirtschaft, Demografiewandel. Den haben wir schon geschafft. Wir haben jetzt, alle Personen sind quasi mit Universitätsabschluss, außer welche, die gerade aus der Schule raus sind. Das sind 7% Kinder, die gerade erwachsen geworden sind, die dann noch nicht studiert haben. Aber wir haben auch schon 1985, wir haben 1960 begonnen. Und ja, wenn wir über alle Jahre mal zum Beispiel gucken, wir haben insgesamt 11 Millionen eingenommen inzwischen. Und insgesamt haben wir Kleidung für 26 Millionen exportiert, Bitumen für 10 Millionen, Treibstoff für 9 Millionen, Stoff für 8 Millionen und Öl für 8 Millionen, Metallschrott sogar für 40.000, Bauschutt für 4.000 und Sondermüll für 1 Million exportiert. Okay, ist doch mehr als ich gedacht hätte. Und importiert haben wir insgesamt Stahl für 7 Millionen, okay. Chemikalien für 6,7 Millionen. Die müssen wir unbedingt ersetzen. Stoff für 5 Millionen. Den stellen wir inzwischen selber her. Treibstoff für 5 Millionen. Stellen wir inzwischen selber her. Essen für 4 Millionen. Okay, das haben wir noch nicht. Pflanzen für 4 Millionen. Das stellen wir inzwischen selber her. Elektronik, Fleisch, mechanische Bauteile, Alkohol, Strom. Was sind halt Peanuts, nicht? Über die Zeit gerechnet. Ist gar nicht so viel. Beton, elektrische Bauteile, Ziege, Asphalt. Ja gut, wir bauen noch nicht viel mit Asphalt, deswegen ist es auch noch nicht so wichtig. Und Kleidung haben wir von Anfang an selbst hergestellt, da haben wir nur 34.000 ausgegeben. Für die erste Ladung Klamotten. Oh. Was ist jetzt hier kaputt? Was stört dich daran?
Er kommt hier nicht mehr raus. Okay. Wir brauchen also eine Notfall-Ausfahrtstraße. Shit. Damit die hier rauskommen, wenn es ein Problem gab. Okay, ich baue ihm das jetzt erstmal, damit er wegfahren kann und die anderen nicht mehr blockiert. Ja, jetzt fahrt ihr natürlich alle hier drüber. Ihr Lappen. Das ist eine Einbahnstraße hier. Boah, komm wieder weg. Spielst du League of Legends? Nee, gar nicht. Also Competitive-Spiele spiele ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin kein Multiplayer-Fan, ich spiele nur Singleplayer. Weil nach der Arbeit sich mit anderen Spielern, die besser sind, einfach den Tag vermiesen zu lassen, ist einfach nicht mehr mein Style. Das Einzige, was ich früher mal gespielt habe, war WoW. Als es rauskam, ja, so lange ist es schon her. Wir spielen lieber gemütlich und in Ruhe und spielen gegen die Spiele. Das reicht schon völlig. Plattenbauteile sind immer noch nicht leer. Shit. Die werden einfach nicht leerer. Hm. WoW so geil, dann kann ich dir das Soys of Warcraft Event empfehlen. Der spielt aktuell. Hardcore, 60 Tage, um auf Charakter Level 60 zu kommen. Und man kann 500 Euro gewinnen. Wer es schafft, natürlich. Sehr, sehr geil. Da gucke ich zum Beispiel zu, weil das macht mir wirklich auch Spaß. Gut, heute inzwischen schon der dritte Charakter. Und nein, der Charaktername hat nichts mit meinem Kanal zu tun. Oder vielleicht doch? Ah, ein Schelm, wer Böses denkt. Da darf ich aber nicht mitmachen. Jeder darf doch mitmachen. Du darfst nur nicht mit deinem vorhandenen Charakter mitmachen. So. Renaturieren ist wichtig. Mehr Dschungel brauchen wir auf jeden Fall. Immer schön Platz machen für die Feuerwehr. Interessanter Ansatz, funktioniert erst auf Asphaltstraßen, dass die Platz machen oder die Feuerwehr überholen kann. Bei Kiesstraßen geht das alles nicht. Das kann durchaus zu Problemen führen. Deswegen müssen wir so langsam unbedingt drüber auf Asphaltstraßen. Ich meine, in den 80ern wäre es auch gut. Also vor den 90ern würde ich gerne Asphaltstraßen überall haben. Dafür brauchen wir aber erst die Kohle. Bitumen haben wir. Und dann müssen wir ein Bitumen-Kohlewerk für Asphalt irgendwo hinbauen. Mal gucken, wo das entsteht dann. Ja. Und die neuen Felder werden mit versorgt. Sehr gut. Das heißt, mehr Pflanzen kommen hier rein. Mehr Stoff wird hergestellt. Mehr Kleidung kann hergestellt werden. Ich bin zufrieden. Gesundheit ist auf 90. Aber die Zufriedenheit ist so semi. Konnte keinen Sport treiben. Ja, wir brauchen, glaube ich, mehr Sportplätze. Gerade hier unten und hier oben, wo sehr viele Leute dann wohnen. Die habe ich hier zum Beispiel vorgesehen. Die müssen wir noch bauen. Ab 18 meinen die zu dir. Ja, okay, wegen des Geldes. Aber du kannst ja so mitmachen und gewinnen und dann einfach sagen, die 18, die 500 Euro sind dir egal. Es geht dir um den Fame. Wäre auch eine Möglichkeit. Also so just for fun kann, glaube ich, jeder mitmachen. Aber klar, Geld ist immer eine problematische Sache. Wobei die Eltern natürlich eventuell da einspringen könnten, wenn die das unterschreiben quasi. Und in deren Namen das durchgeführt wird. Oh, das Stadion ist ein bisschen groß. 48 Leute, ist das viel? Finde ich nicht so viel. Noch ein Gym. Da passen 84 rein. Finde ich eigentlich besser hier. Ich glaube, das passt auch so vom Aussehen ein bisschen besser rein. Vielleicht genau... Oh, hier in die Ecke. Oh, oh ja. Das finde ich gut. Dann kann davor nämlich noch ein Sportplatz.
Ein Tennisplatz. Dann sieht das hier aus wie so ein Tennis-Ding oder so. Kommt davor noch der Volleyballplatz hin? Oh, selbst den würden wir noch hinkriegen. Warte. Jawohl. Klappt. Wozu? Ja, gut. Eigentlich die richtige Frage dann. Aber es gibt ja, manchmal sind die Leute einfach motiviert und machen Sachen, weil sie es können. Würde ich auch nicht machen, aber ja. Okay, das klappt leider nicht, das ist zu eng. Dann machen wir da vielleicht einen Brunnen oder sowas Schönes hin. Aber ich finde es trotzdem geil, dass es solche Events gibt und sich Leute Mühe machen, sowas auf die Beine zu stellen. Okay, da komme ich nicht durch. Das ist irgendwie unsexy. Warte mal, ist hier vielleicht eine Verbindung? Ah, da war wieder so ein Punkt. Ja, dann kommen wir nämlich auch so ran, aber das ist doch nicht gerade. Ist doch absolut schief. Wir hatten das gebaut von euch wieder. Ihr sollt doch gerade bauen, habe ich gesagt. Mann, 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 Mann. Was war das? Ich habe nicht losgelassen. Okay, das ist wirklich zu eng. Das ist echt blöd. Der Abstand ist halt so riesig von hier. Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Und das Ding kriegen wir auch noch besser hin. Da müssen wir wieder unsere Taktik anwenden. Wir müssen das auf die gleiche Höhe wie das Ding bauen, dann anschließen und dann kommt der nämlich halbwegs gerade ran, wenn wir es richtig machen. Okay, wir müssen messen. Wir können bis hierhin gehen, dann sind wir in der Mitte. Verbinden, verbinden. Okay, das machen wir nochmal neu. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Okay, dann haben die hier noch genug Sportanlagen. Dann sollten die nicht so rummeckern. Was meckern sie noch sehr extrem? Keine Kultur. Okay, das Kino ist da hinten. Das heißt, hier müssen wir noch eine Kultur hinbauen für die. Kriegen wir auch hin. Was bauen wir ihnen hin? Kultur. Oh, wir wollten einen Freizeitpark noch bauen. Erinnert mich da mal dran. House of Culture. Das jugoslawische House of Culture. Das finde ich gut. Oder halt das, was ich eigentlich gedacht hatte, Corner Cinema. Passt hier nicht rein. Muss aber gleich weg. Bin gleich unterwegs. Dann viel Spaß. Genieße deinen Abend. Wir waren schon unterwegs. Wir genießen ihn jetzt drinnen. Und warten, dass die Hubschrauber hier alles anliefern. Und suchen, wo ist denn das? Das Schachhaus. Planetarium? Nee. Cinema Soyuz. Library. Culture. Kultur. Amphitheater. Greenhouse, Cinema, Kino, Cinema, Town Hall, Amphitheater, Palace. Okay, wartet, wir müssen suchen. Wie hieß das Ding? Schach heißt Chess. Chesshaus, das hier. Und das ist Kultur. Oh. Das würde ich hier hinten nämlich sehen. Ja, wunderbar. Bist du morgen wieder live? Würde dann vielleicht kommen. Ich bin morgen live. Morgen gibt es eine Live-Radtour IRL.
Wir werden wieder 100 Kilometer Rad fahren. Mal gucken, wo es uns hin verschlägt. Wenn ihr Ideen habt, gerne in den Discord oder in den Chat schreiben, wo wir hinfahren sollen morgen. Aktuell bin ich da noch sehr unentschieden. Also irgendwo um Leipzig 100 Kilometer, 50 Kilometer hin, 50 zurück. Das ist wieder der Plan. Das wäre dann die 6. 100er Tour dieses Jahr. Und wäre sehr, sehr geil. Okay, wann? Wahrscheinlich um 10 oder 11 startet's und dann bis 17 Uhr. Wir fahren meistens so 5, 6 Stunden mit dem Rad. Und haben dann, ja, gemeinsam eine Entdeckung. Und gucken mal, wo es uns hin verschlägt, nicht wahr? Also seid dabei. Nach Köln. Ja, okay. Köln wird schwierig. Das schaffe ich nicht. Ich muss Montag wieder arbeiten. Nee, muss um Leipzig sein. Wir waren schon in einigen Dörfern, in einigen Städten. Grimma wäre noch offen. Delitzsch hatten wir letzte Woche. Torgau wäre noch eine Sache, wo man hin könnte. Halle waren wir schon. Merseburg waren wir. Merseburger Festspiele. Die Merseburger Burg haben wir angeguckt. Zeitz waren wir noch nicht. Zeitz wäre noch eine Sache morgen. Oh, Zeitz klingt gut. 10, 11 Uhr schlafe ich noch. Einfach dazukommen. Wenn Spaß daran entsteht. Mal reingucken. Ich habe auf jeden Fall alles Technische da, dass es eine runde Sache wird. Das Einzige, was manchmal nicht rund ist, ist das Telekom-Internet. Aber das ist, glaube ich, eher so ein generelles Problem, nicht von der Telekom alleine. Und immer noch genug Plattenbauteile. Shit. Dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Hab dann eine Woche Ferien. Das klingt doch verrückt und gut. Ich habe ab August übrigens Urlaub. Und eventuell gibt es dann ganz viele IRL-Streams. Ich habe ja alles da. Ihr kennt es ja. Wir waren ja schon wandern. Und vielleicht fahre ich ein bisschen in die an die Ostsee Urlaub. Und dann streame ich von da live. Indem wir 20 Kilometer wandern oder sowas. Oder auch da Radfahren gehen. Muss ich mal gucken. Genau. Alles auf jeden Fall in Planung. Ich weiß gar nicht, wenn die Folge hier kommt, weil für die YouTube-Zuschauer, die gerade zugucken werden, die gucken ja in der Vergangenheit zu. Bis 8. August ist aktuell Folgen geplant. 15 Folgen noch. Die werden das wahrscheinlich nach meinem Urlaub sehen. Das heißt, ihr habt es verpasst. Aber ich mache hier erstmal Stopp in der Aufnahme. Wir sehen uns zur nächsten. Und ja, dann bauen wir ein paar Stadtviertel, würde ich sagen. Bis gleich.